Heute ist der erste Spieltag der neuen Drittligasaison. Alle sind natürlich ein bisschen aufgeregt, angespannt. Ihre Meinung, Ihr Tipp? Ja, es wird Zeit, dass es losgeht. Wir haben die Vorbereitungsspiele gesehen. Ich glaube, es gibt noch ein paar Defizite im Mittelfeld und im Sturm. Mein Tipp ist heute unentschieden. Und damit wäre ich auch schon glücklich, wenn ich das so sagen darf. Die Defizite, die Testspieler, bist du dort gewesen oder hast du nur Berichte gesehen? Ich habe sie in Aue gesehen, live. Und ich habe sie in Leipzig gesehen. Leipzig waren sie gut, ganz klar. Aber das war natürlich auch eine Klasse tiefer. Gegen Aue war es schon so, dass 80% Ballbesitz für den Gegner war. Okay, Zweitligamannschaft, aber ich hätte mir nach vorne ein bisschen mehr Entlastung gewünscht. Das war nicht der Fall. RB ist sicherlich eine starke Mannschaft. Man muss es so sagen und schauen wir mal. Gut, dann danke für die Meinungsäußerung und dann hoffen wir das Beste für unseren HFC. Ja. Dankeschön. Ja, dritte Liga, der erste Spieltag. Wir sind das zweite Jahr dabei. Deine Meinung, deine Vorfreude zum Spiel heute oder wie? Ja, Vorfreude ist natürlich immens. Hat jetzt bis Anfang dieser Woche gedauert und dann von Tag zu Tag mehr. Dein Tipp für heute? 2:0 für den HFC. Dankeschön. Hallo, wir haben heute den ersten Spieltag in der dritten Liga. Alle sind sie gespannt. Wie ist das bei euch? Ja, sehr gespannt. Ja. Mal abwarten, wie es so läuft. Ne? Euer Tipp für heute? 2:1. Ja, meiner auch, ja, 2:1 für uns. Ja, dann hoffen wir das Beste. Dankeschön. Neben mir am Mikrofon steht der Konrad. Der Konrad verkauft die Retter-Shirts. Genau. Um den Nachwuchsbereich wieder im Vordermann zu bringen. Konrad, dein Tipp für heute zum Spiel? Also ich würde sagen, HFC gewinnt 2:1. Dann danke für den Tipp und verkauft noch allerhand T-Shirts. Genau. Und kauft vor allen Dingen alle Retter-Shirts. Danke, Konrad. Es gibt nichts Schöneres, als für den Nachwuchs ein Landesleistungszentrum in Halle erneut aufzubauen und für diese Jungs eine Perspektive zu schaffen. Herzlichen Dank. Dankeschön an euch. Lass uns einen Applaus, wer der eigene Nachwuchs spendet, damit es weitergehen kann, die Nachwuchsarbeit beim HFC. Aus Halle, die hier die offizielle Eröffnung der dritten Liga der Spielzeit 2013-2014 präsentiert haben. Danke! Nochmal der allerletzte Aufruf, versucht da noch ein bisschen zu rücken, die Informationen sind noch da, es sind noch genügend draußen, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr rücken, als ihr schon gemacht habt. Danke bis dahin, aber vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Und jetzt kann es losgehen! Trotz Abwesenheit von Markus Seid, auf geht's HFC! Chemie!
durch Gott spielen. Hallo Mike, kann man so kurz nach dem Spiel schon so einer bitteren Niederlage was sagen? Ja, na klar. Man hat gesehen, dass RB offensiv eine sehr gute Qualität hat. Also hinten denke ich, wenn diese beschäftigt, anfällig sind. Und ich glaube, dass du gegen so eine Mannschaft mit der Qualität nicht mehr Chancen bekommst. Ich denke sogar fast weniger. Und da muss es uns einfach gelingen, wenigstens ein Tor zu machen. Und ich glaube, wir hätten uns heute den Punkt redlich verdient gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mitgezählt habe, hatten sie das Tor noch eine große Chance, die wir gehalten haben. Wir hatten, glaube ich, 3-4 Hochkaräter, zweite Halbzeit. Woran hat es noch gelegen, dass sie nicht reingehen? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß es nicht, aber ich denke, also wir haben eine junge Mannschaft, die Jungs müssen sich einfach mehr zutrauen, auch offensiv. Und ich hoffe, dass es nur ein Lernprozess ist und dass wir das hinbekommen. Und ich denke, wenn wir die Spiele so angehen, wie wir es heute getan haben, dann braucht niemand Angst und Bange sein. Aber wie gesagt, man hat gesehen, dass einige Mannschaften nicht viel Chancen brauchen und deswegen ist die dritte Liga ja auch so ausgeglichen. Also braucht die Mannschaft doch noch ein bisschen Zeit, um zusammenzuwachsen? Na gut, wenn wir ein Tor gemacht hätten oder zwei, dann wäre die Frage ja irrelevant. Und von daher, gebt uns mal noch ein bisschen Zeit, aber wir wissen, dass wir jetzt versuchen müssen, eine ähnlich gute Leistung in Erfurt zu bringen. Und halt einfach mal ein Tor machen und dann denke ich, dann wird das auch was. Okay, dann hoffe ich, ihr steckt die bittere Niederlage heute weg und alles Gute. Alles klar, danke auch. Jetzt hast du dein erstes Spiel beim HFC, das offizielle erste Spiel hinter dich gebracht. Jetzt ist ja das Spiel leider 1 verloren gegangen. Wie bitter ist das jetzt kurz nach dem Spiel? Ja, man hat gesehen, wir haben gut gespielt, gut nach vorne gearbeitet, gut defensiv gearbeitet und viele Chancen herausgearbeitet und dann halt 1-0 für die, aber egal, Kopf hoch, nächste Woche geht's weiter. Du kamst in der ersten, also gleich nach der ersten Halbzeit rein, hast dich gut eingefunden in die Mannschaft. Wie fühlst du dich innerhalb der Mannschaft? Ich fühle mich sehr wohl. Also die Jungs sind super. So wie auch auf dem Platz hat man gesehen, wie wir spielen. Und von daher ist es eigentlich nicht so schwer, sich hier wohl zu fühlen. Ist es jetzt trotzdem für euch so ein kleiner Knick? Nein, warum? Nächste Woche geht es weiter. Naja, es war das Eröffnungsspiel, heute haben viele Zuschauer zugeguckt. Es ist irgendwo ein Derby. Ja, natürlich. Wir haben verloren das Spiel, aber nächste Woche geht es weiter. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und wenn wir jetzt alles den Kopf hängen lassen und jetzt denken, okay, heute haben wir verloren, das ist scheiße alles, dann bringt es auch nichts. Aber wir müssen jetzt nächste Woche sehen, dass wir wieder 100% geben, 110% und dann gewinnen wir wieder und dann geht es wieder weiter. Na, mit der Einstellung kann es nur klappen. Ja. Vielen Dank. Kein Problem. So, unser verlorener Sohn ist zurückgekehrt. bitterer Einstand gewesen heute? Vom Ergebnis schon, aber ich denke nicht von der Leistung. Wir wussten am Anfang nicht, wo wir stehen. Red Bull wusste das auch nicht. Deswegen haben wir den Angriff gesucht, wollten wir Pressing spielen, sind vorne draufgegangen. Das ist richtig gut gelungen am Anfang. Mit einer ersten Aktion vielleicht können wir vielleicht das Tor machen. War aber nicht so einfach. Und dann haben wir immer mehr besser ins Spiel gefunden. Dann kommt leider der Gegentreffer, den man nicht immer verhindern kann, weil Frani das richtig gut macht. Eine Einzelaktion. Und, ja, und dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit einfach nochmal zusammengerauft, haben gesagt, wir spielen so weiter. Und das zeigt dann auch die Qualität von der Truppe, dass wir die Chancen erstmal rausspielen. Der nächste Schritt muss einfach sein, dass wir die Tore machen. Und da haben wir uns einfach nicht belohnt. Weil ich denke, dass wir leidenschaftlich, couragiert bis zur letzten Minute alles gegeben haben. Und ich weiß nicht, wo auf dem Platz, aber wenn man das vielleicht mal neutral beobachtet, wäre vielleicht der Punkt verdient gewesen aufgrund der Chancen der zweiten Halbzeit. Weil wir richtig gut dagegen gehalten haben. Leider ist das nicht gelungen, aber ich bin damals im Winter gekommen. Da haben wir gegen Stuttgarter Kickers unentschieden gespielt. Heute haben wir leider verloren, aber davon war die Leistung, finde ich, richtig, richtig gut oder richtig ordentlich. Und der nächste Schritt muss einfach sein, dass wir noch die Tore machen und dann sind wir alle zufrieden. Wie fühlst du dich jetzt wieder zurück in Halle? Ja, das war wie im Winter. Ich bin hergekommen und wie gesagt, viele Spieler kannte ich.
Und habe ich mich am Endeffekt dann auch dafür entschieden und gefreut. Es sind die Anpassungsprobleme nicht da. Hier weiß jeder, was er zu tun hat. Und da brauche ich nicht so lange, um mich wieder einzuspielen. Und das hat mit dem Trainer, mit dem Waage, mit denen ich intensive Gespräche geführt habe, dazu geführt, dass ich hier unterschrieben habe und meine Karriere beende. Okay, super. Vielen Dank. Danke. Tschüss.